Da muss man schon sagen, habe ich wieder auch Achtung vom Parlamentarischen bekommen. In welcher Weise doch die Mehrheit der dort Tätigen, die Zahl waren ja begrenzt, aber es waren ja immer viele, 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 die sich daran beteiligten, wie sie sich doch täglich mühten, ein bisschen in einem Ton und in einer Haltung zu tun. Die Teilhabe ist nach den parlamentarischen Kriterien festgelegt. Die stärkste Fraktion hatte mehr Mitglieder als die kleinen Fraktionen. Bis hin, dass einer nur ein Mitglied war. Da hätte ich mir gedacht, bei der Linken hätten wir eigentlich ein paar mehr gebraucht. Ich sage Ihnen mal, was bei aller Sachlichkeit, um die Sie sich bemühten, Tatbestände aufzudecken, bis hin zu dem Satz, es war eine Diktatur. Sie wissen, wie viel Streit es darum gegeben hat. Gab es natürlich auch die Debatte darum, seht ihr, wir haben Recht gehabt. Keine Anpassung an das kommunistische System, sondern Abgrenzung, Konfrontation. Und das führte dann immer wieder auch zu Debatten, die dann dem Muster folgten, ich bin Sieger und ihr seid die Besiegten. Und mir ging es darum, diese Art von Debatten immer kleiner werden zu lassen. Lebhaft ja, kontrovers auch, aber nicht, dass jeweils gesagt, wir waren jetzt gesiegt bei diesen Debatten. Dass das Freude macht, wenn man gute Argumente hat und mit den guten Argumenten durchgekommen ist, aber nicht, du liegst am Boden und ich stehe senkrecht da. Viel stärker in der ersten Phase, also bis 94, als dann 95, 98. Da war ich ja auch noch Sprecherin des Parlaments. Und ich muss Ihnen sagen, die waren auch notwendig, denn ob emotionalisiert, sie werden keine Debatten ohne Emotionen erzeugen wollen. Denn dann ist es tot. Es ist die Frage, wo schießt die Emotion übers Ziel hinaus, aber wo ist sie wichtig? Weil sie ja irgendwie ein Engagement zeigt. Und ich habe einen Punkt schon genannt, der in den Debatten dann auch immer wieder hochkam. Wenn ich ihn negativ formuliere, dann heißt es, wir haben doch recht gehabt. Aber das andere war die Debatte, und fand ich sehr wertvoll, verstehen zu wollen, was da passierte, auch mit unseren Ostdeutschen damals. Aber das, was sie dann vorgelegt haben in 2 Jahren, kann man durchaus als hervorstechendes Merkmal auch des Parlamentarischen und solcher Enquetekommission. Das ist das eine Bild. Aber das andere Bild ist wirklich, dass parlamentarische Erörterung dem zu lösenden Problem, dem Auftrag auch sehr gut gerecht werden können. Also eine Stimme für das Demokratische.